Hallo und willkommen zurück zu Crusader Kings 2. So, in der letzten Folge hatten wir ein wichtiges Ereignis. Wir hatten hier keine Verjüngungskur, sondern wir sind gestorben. Und wir spielen nun als der Nachfolger, nämlich als König Arnald der Fette. Und das Tolle ist, wir sind ein Bretone. Wir haben eine alte Frau, das ist nicht gut. Von der haben wir nur ein Kind. Und das ist unser Sohn hier, um den müssen wir uns unbedingt kümmern. Sein Vormund ist unser Bruder. Er ist ein, ja, halbwegs guter Diplomat. Wie sehen wir selbst aus? Ja, wir sind nicht unbedingt ein guter, ja, kein geborener Diplomat. Ja, das würde das Ansehen verschlechtern. Ah, okay, lassen wir das so. Okay, wir sind noch in Kriege verwickelt. Einmal hier gegen Böhmen und einmal gegen Franken. Und zwar geht es hier um, ja, es geht um Göttingen. Die hätten es gerne beide, Franken und Böhmen. Böhmen ist schon fast geschlagen, Franken noch nicht ganz. Wir belagern hier Mainz und sind da, ja, recht guter Dinge. Und wir haben hier Nassau zum Teil wieder zurückerobert. Oder wir sind dabei, das zurückzuerobern hier. Die haben ja nur unsere Grafschaftshauptstadt erobern können. So, ich sehe ja hier gerade, wir haben, ja, unsere Verbündeten hier sind auch dabei. Wir können zwei Titel erstellen. Herzogtum Meath und Lancaster, okay. Und Nachfolgenominierung. Kaiserliche Gesetze vom Heiligen Römischen Reich. Wen nominieren wir? Aktuell ist er Unterstützer einer Reihe. Er hat Meinung über mich, Meinung über mich, Meinung über mich. Ja. König von Böhmen. Herzog Dietpold von Schwaben. Der erbt dann den Kaisertitel. Naja, mir ist das egal. Dann machen wir mal noch nichts oder nominieren wir ihn. Nö, wir nie nominieren uns. Nicht ihn, wir nominieren uns selbst vielleicht. Na klar. Machen wir das. So, falscher Liegenschaftstyp hatten wir schon. Unsere Domäne ist zu groß. Und ja, die Jura-Ansprüche. Aber das können wir erst machen, wenn wir unsere Kriege hier beendet haben. Okay, dann soll die Zeit mal weitergehen. Ja, ist natürlich ein riesen Prestige-Einbruch gewesen. Ja, das war, als wir einen Teil verloren haben. Fand ich gar nicht so gut. So, und ich glaube, wir müssen uns auch noch mal ein paar Verbündete suchen. Ich gehe noch mal kurz auf Pause. Wir sind ja hier gerade in England unterwegs. Sie hat einen Prinz, der ist schon verlobt. Schade. Wie sieht's hier mit dem König von Frankreich aus? Der hat einen Nachfolger, das ist er. Der ist auch schon. Okay, Kinder hat der noch keine. Na gut, dann hat er. Moment, ich gehe nochmal auf. Sie ist auch verheiratet. Schade. Schade, schade, schade. Ja, das ist die von England. Oh, da gibt's eine enge Verbindung. Oh, guck mal da. Da sind fränkische Truppen unterwegs. Die wollen noch nicht zu uns. Okay. Ja, müssen wir mal gucken. Wenn die zu uns kommen, dann müssen wir da eventuell eingreifen. Eine große Zahl der ausgehungerten Belagerten bei Eppstein ist an Entkräftung gestorben. Ich denke, so langsam, Enoguin könnte ein Auge auf mich geworfen haben. Es ist unschicklich. Nein, das machen wir nicht. Wir bleiben erstmal bei unserer Frau. Achso, wie alt ist unser Sohn? Der ist 10, hat mir gesagt. Verlöbnis arrangieren wäre mal eine Idee. Das ist eine
Ungarische, es gäbe hier Nicht-Angriffspakt, das wäre ja mal nicht schlecht. Mit Frankreich, immer Herzogin von Berry. Oder auch von Berry. Ja. Herzogin von Pest. Ja, Herzog. Herzogskinder sind jetzt hier. Prinzessin von Sverike, vom Schwedischen Reich. Nehmen wir nochmal die hier. Die ist 7 Jahre älter. Das gibt uns aber gute Verbindungen nach Schweden. Da oben. Ja, warum nicht? Oder doch eher nach Ungarn. Oder Frankreich. Sie wäre 7, das heißt, sie wäre jung. Komm, wir wählen sie hier aus. Ja, auch weil es einfach vom Stand her besser passt. Ach, guck mal an. Da sind ein paar Männer. So, wir machen mal... wir wählen mal irische Armee. Die größere aus. Und teilen da mal einen Teil von ab. Die 1000 Mann und die ziehen hier rüber. Ah, oder nach Würzburg. So, und da will er nicht hin, deswegen gehen die jetzt nach Thüringen. An den glorreichen König Arnald, ihr und euer Haus mögen gesegnet sein. Ich habe beschlossen, euren Vorschlag für eine Ehe zwischen Prinz Farinmail und Herzogin Emma anzunehmen. Das ist doch hier Berry und das ist doch Man. Ach, das ist, Herzogtum Berry? Das ist Berry. Okay, ja, ist klar. Gut. So, ups, die Pause war gar nicht raus. Okay, ja, da wird zur Schlacht kommen. Bordeaux, wo haben wir denn... Ist das das? Nicht Angriffspakt verhandeln. Ich jetzt, da haben wir es doch. Périgord, okay. Bündner schmieden könnten wir. Wollen wir jetzt erstmal nicht. Schmuggler haben den Belagerten bei Eppstein Essen und Vorräte beschafft. Die Moral der Verteidiger ist gestiegen. Okay, ist das hier Eppstein? Ich weiß nicht, wo Eppstein liegt. Wetzlar, Fulda, das müsste Eppstein sein. Das ist aber Nassau, natürlich. Verstehe es gerade nicht ganz. Naja, okay. Wir... Ach so, hier in Mainz. Ja, natürlich, okay. Entschuldigt, lieber Eppsteiner, dass ich nie wusste, wo Eppstein liegt. So, da schlagen wir jetzt die Schlacht. Lagerung von Nassau, das war ein Sieg für uns. Das hier wird auch einer werden. Sieg. Sehr gut. Wir wählen diese Armee aus und geben ihr einen... Ja, nicht den Pfarrer, wobei... Doch, den wählen wir mal aus. So, und er zieht mit der Armee nach Weimar. Nassau ist befreit. Und mit denen ziehen wir nach... Pilsen weiter. Und jetzt müssen wir mal gucken. Das ist die schwedische Armee. Die schwedische Armee muss sich jetzt auflösen. Dafür haben wir kein Geld mehr. Also, na. Entlassen wir die. So. Und dann gucken wir mal. Da haben die uns, ja, ihre Leute. Gut. Die werden vielleicht nochmal zurückkommen wollen. Ja, gucken wir mal. So. Ah, mit denen will ich jetzt komplett dahin ziehen. Dann ziehen wir mit denen erstmal... Ja, doch dahin, aber wir machen mal eine neue Einheit. Mit 727 Mann. Die ziehen dann nach Weimar. Und kommen dann nach Pilsen nach. So, da wird erstmal die Armee geschlagen. So, Sieg, okay. Und jetzt sind wir in Pilsen. Können das belagern. Die Männer ziehen
Die können. Mit denen ziehe ich nach Mainz. So, und Pilsen wird belagert. Das sieht gut aus. Na, guck an, jetzt ziehen die zurück. Jetzt möchte ich schon noch Pilsen belagern und da mal ein bisschen Geld rausziehen. Minus 1 machen wir im Monat. Naja. Mainz ist bald erobert. Oder Eppstein vielmehr. Das machen wir jetzt. So, Pilsen. Ah, es sieht nichts. Meine Mission in Roisson ist bislang ein Erfolg. Hervorragend. Und wir kriegen zwar irgendwie Geld, aber machen eigentlich keinen Plus. Das ist merkwürdig. So, wisst ihr, was wir machen? Wir ziehen mit den Leuten nach Nassau. Und beenden da die Belagerung und beenden da den Krieg. So, was kriegen wir da? Wir kriegen Gold. Und Graf Dietwin ist eingekerkert. Nehmen wir an. Sehr gut. So. Okay, dann können wir mit den Leuten, die wir da haben, mal nach Nassau ziehen, genau. Und dann gucken wir weiter, dass wir dann die fränkische Armee da oben noch schlagen. Eine Nachricht über matrilineare Heirat. Adela von Anhalt möchte heiraten. Alarich Billung, unseren Höfling. Hat er irgendwas? Nichts von uns? Ah, seine Alte ist. Okay, das ist natürlich raffiniert. Gräfin von Anhalt. Ah ja, die ist jung und hat ihn. Naja, Kinder hat sie keine. Mit ihm wird sie wohl auch keine kriegen. Er ist 68. Er hat schon Kinder. Unter anderem unseren Rivalen. Was würden wir davon bekommen? Nein, machen wir nicht. Ich wüsste nicht warum. Was wir davon haben, wüsste ich jetzt recht nicht. Okay. So, vielleicht habe ich da wieder was Wichtiges übersehen. Kann sein. Naja. Herzogin Berchte von Kärnten hat König Arnald den Fetten den Kärntner Krieg um Herzog Günthers Anspruch auf Thüringen erklärt. Berchte von Kärnten. Okay. Na ganz toll. Gut, dass wir gerade unsere Armee hier stehen haben. Um Thüringen. So, wir ziehen mit denen nach Köln. Das geht nicht. Also es geht wohl, aber da haben wir nicht viel von. Ziehen wir noch bis Jülich. Jawohl, da kommt es zur Schlacht. Wir müssen zwar über den Rhein. Aber das werden wir hier schaffen. Und Mainz werden wir auch wohl erobern können. Und damit haben wir es gleich geschafft. Genau. Den ziehen wir wieder nach Nassau und das haben wir gleich erobert. Und dann können gerne die Tiroler hier kommen und ihre Ansprüche geltend machen. Wir haben da gerade mal genug Leute und können noch eine Weile verteidigen. Ich kann auch mal mit den Nassauer Truppen. Sieg, sehr gut. Ich kann da mal mit den Truppen. Nach Süden ziehen. Mal gucken, was die da so bringen an Leuten. So, und das ist. Können wir mal gucken, wer ist denn da noch dabei? Niemand. Herzogtum Thüringen. Okay, das Braunschweig. So, dann ziehen wir da. Ah, ja, okay. Ja, wir ziehen gen Süden. Wir ziehen ins Breisgau. Und dann gucken wir mal, wer da was von uns will. Und dann gucken wir mal, dass wir den. Oha! Da sind sie. Da ist die Kärntner Armee. Ziehen wir mit denen nach Mainz. Oha! Oh nein!
Jetzt muss ich hier kämpfen. Na, ganz toll. Und wir können von hier alle nach Leiningen rüberbringen. Wie machen wir das? Jetzt haben wir die Leute hier und ziehen nach Württemberg oder nach Würzburg. Wir ziehen nach Würzburg. Ach, guck an. Dann ziehen wir jetzt nach Württemberg und dann gucken wir nochmal, dass wir die da schlagen, die Armee. Ich hoffe, die kommen alle gleichzeitig rüber. Sieht gut aus für uns. Ja, das gewinnen wir. Okay. Da haben wir die vernichtend geschlagen. Okay, sehr gut. Dann behalten wir natürlich noch die verbündete Armee dabei und ziehen mit denen ja erstmal noch nach Mainz. Gucken wir mal, dass wir da noch feindliche Armee schlagen können. Vielleicht kriegen wir auch die Kärntner noch irgendwie ein. Oh, wir ziehen nach, einfach mal nach Göttingen, wäre auch eine Idee. Huch, was war? Da ziehen wir nach Köln. Ja, da können wir auch noch mal ein paar Leute niedermetzeln. So, das war das. Pause rein. Und dann ziehen wir mit denen jetzt nach Jülich. Ah ja, die kommen erstmal. Okay, na, wir ziehen erstmal nach Mainz und dann kriegen wir vielleicht die Kärntner hier noch abgefangen. Oder in die Pfalz. Dann werden sie in Trier bleiben. Jetzt werden sie nicht mehr entkommen können. Ist mal schön, dass man die KI so austricksen kann. So, damit dürften die Kärntner jetzt keine Gefahr mehr darstellen. Solange sie keinen gefährlichen Verbündeten auf den Plan rufen. So, wir ziehen unseren Truppen hier Richtung Pfalz und versuchen die Kärntner Armee dann noch aufzureiben, wenn wir sie irgendwo wieder stellen können. So, da belagern sie Mainz, das wird nichts. Okay. Fürstenberg. Und dann ziehen wir hier Breisgau oder hier hin. Nach Schwaben, da besiegen wir die Kärntner Armee oder vielleicht können wir sie sogar zerschlagen. Aber das werden wir gewinnen. Und dann können wir vielleicht unsere Kriege hier mal endgültig beenden. Falls uns da nicht mal wieder jemand neuen Krieg erklären sollte. So, dann ziehen wir hier nach Breisgau. Da haben die noch ein paar Leute. Können wir mal was belagern bei denen. Und okay. Schlacht haben wir gewonnen. Das sind alles hier so ja, Nachschub sieht man da. Ja, okay. Eure Durchlauchtheit, König Arnhald, die guten Bürger von Athcliath können ihre Steuern kaum noch aufbringen. Unsere Truhen sind leer. Ich bitte euch demütig um eine Steuersenkung für eure Städte. Euer ergebener Diener, Bürgermeister Jutkum von Athcliath. Eine absurde Forderung. Damit machen wir uns die ganzen Bürgermeister hier zum Feind. Oder ich sag nun gut, dafür verlieren wir dann Steuern. Minimale Stadtsteuern oder schmeicheln ihn und beruhigen ihn dadurch. Versuchen wir das mal. Und vor allem versuchen wir mal mit einer kleinen bretonischen Armee hier dann nochmal ein paar Leute abzufangen. Die Menschen in Breisgau haben sich über unsere eigene Technologiestufe hinaus entwickelt. Hä, Moment. Ich habe ihre Fortschritte studiert und die angefügten Dokumente sollten uns helfen, ihre Stufe zu erreichen. Ich hoffe, dies gereicht zu eurer Zufriedenheit. Ach so, okay. Unser Agentenführer war da in Breisgau. Wie geht denn das? Der ist doch gar nicht hier. Oder führt er da eine Armee an? Nee. Okay, na gut. Wenn er das geschafft hat, nicht schlecht. Nehmen wir es natürlich gerne mit.
Okay, so, da haben wir noch eine fränkische Armee, die müssen wir im Auge behalten. Das sind Münsteraner, die haben mit uns nichts zu tun. Da noch ein paar Franken, die haben auch nichts zu bedeuten. So, also an den königlichen Anhalt. Mögen euren Blabla Krieg. Wer ist das jetzt wieder? Braunschweig. Oha, der Löwe. Naja, es ist nicht der Löwe, aber man kennt ihn. Oh Gott. Ja, das liegt natürlich hier mittendrin und die hätten es alle ganz gern. Das ist die Braunschweiger Armee. Okay. Zurück nach Breisgau. Ne, Moment, wir gucken nochmal eben hier. Okay, jetzt ziehen wir dann doch nach Breisgau. Und dann ziehen wir mit den Truppen. Truppen Richtung Norden, wenn wir Breisgau erobert haben. Oh ja, jetzt kommt er da mit 4000 Mann, 4500 Mann. Und die Franzosen ziehen ab. So, und da kommt noch eine Kärntner Armee. Da ziehen wir mal die irische Armee ab und ziehen nach Baden. Oder dann doch hier hin, um die dort zu schlagen. Ich hoffe, die Verluste sind nicht allzu groß. Ah, guck mal hier, die sind jetzt auf dem Weg da oben hin, um uns dann da zu helfen, wie es aussieht. Oder was haben sie vor? Okay, so, das war ein Erfolg, das ist gut. Und dann können wir hier in Ulm noch die paar Kärntner besiegen. Vielleicht. Auf jeden Fall noch eine Schlacht gewinnen. Marlenzia, ich habe versucht, Gräfin Arantea die Treulose, der Treulosen klarzumachen, was für ein friedlicher Herrscher ihr seid, aber böse Mächte am Hof von ihr haben all ihre Macht daran gesetzt, jedes meiner Worte in den Verruf zu bringen. Ich fürchte, dass der Besuch mehr Schaden denn Gutes angerichtet hat. Unsere Vasallin, wo ist die? Gräfin von Pois, aber wirklich. So, wir haben doch unseren Kanzler, der ist dabei, diplomatische Beziehungen zu verbessern in Middlesex. Manchmal verstehe ich hier so diverse Dinge nicht. So, da liegt Schottland, wie es aussieht. Herzogtum von Mercia, okay. Wer belagert da was? Sind das hier? Ach, das sind doch hier. Wartet mal, das ist die Armee von Mercia. Von Mercia, von hier. Okay. Naja. Das ist unser Land, das holen wir uns wieder. So, aber erstmal holen wir uns hier genau noch einen Sieg in Ulm. Okay, ziehen mit denen dann nach Breisgau rüber. Und wobei, wir könnten die da oben noch schlagen. Weil hier im Breisgau kriegen wir das wahrscheinlich nicht mehr hin. Aber wir können auch nach St. Gallen ziehen. Oder nach St. Gallen und dann Schwyz, das Kanton. Schweizer Urkanton. Jetzt hier nach Breisgau, damit haben wir sie geschlagen, oder zumindest 100% im Krieg gewonnen. Mit denen können wir dann vereint gen Norden ziehen. Ja, dann müssen wir, ja doch, wir schlagen noch, versuchen noch hier, ah, wobei, können wir so machen, direkt im Wege. Ja, wir verlieren viele Leute. Naja, so, jetzt wird's natürlich interessant. Wie sieht's hier aus mit Truppen? Kann ich hier noch Truppen ausheben? Kann ich? Ziehen wir nach Nassau und kann ich hier noch welche ausheben? Nein, kann ich nicht. Da kann ich auch keine mehr ausheben. So, dann haben wir gleich eine leichte Mehrheit. Wenn die dann da sind. Na komm, dann treffen die dann ein. Die werden zu einer Armee verbunden. Und gehen wir hier noch ein paar Leute? Nein. Okay. Ja, dann wird es jetzt spannend. Alles oder nichts.
Machen wir das jetzt? Kriegt er hier einen Bonus? Kriegt er nicht. Was haben wir hier? Haben wir noch andere, die besser geeignet sind? Ihn? Achso, da ist dann auf der Seite keiner. Genai und Griffjut. Okay. Dann los. Das machen wir noch. Dann gucken wir mal, ob wir das noch hier erobert kriegen. Was auch immer das gerade war. Achso, das sind jetzt zwei Einzelschlachten. Okay. Oh, das ist aber eine knappe Geschichte hier. Wow, das war wirklich eine knappe Sache. Oh Mann. Okay, ja, wir machen aber jetzt an der Stelle eine Pause. Müssen dann die Truppen in der nächsten Folge verfolgen. Und dann, Armee von Hugo. Wo will denn der hin? Der hat hier Engel. Moment, von Hugo. Wer ist denn hier? Hä, verstehe ich nicht. Thüringen. Engelbert. Ist doch nicht Hugo. Oh, naja, okay. Der schickt seine Truppen jetzt woanders hin. Na, ganz toll. Verteidigt gegen Herzogin Godifu von Mercia. Ach so, okay. Da ist er dann in einem eigentlich internen Konflikt. Aber das haben wir ja hier leider verloren. Cambre durch dumme Erbschaft und weil ich das blöderweise gewährt habe, dass man das, dass die Erbschaft außerhalb unserer Dynastie geht. Na gut, dann machen wir erstmal an der Stelle eine Pause. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Und nicht vergessen zu kommentieren. Tschüss!